Moin und hallo, liebe Freunde. Funky und Robin hier für euch. Und wir haben was ganz Besonderes. Weltexklusiv Grand Theft Auto Join. Oder Join, ich bin mir da noch nicht so ganz so sicher. Hörst du gerade den Jingle vom Spiel? Es geht schon los. Sind wir mal ehrlich? Hat man so schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ist jetzt nichts Neues. Es ist irgendwie 2000er, oder? Auf sich allein gestellt im Dschungel der Großstadt Joint City. Versuche, eine schier unlösbare Aufgabe zu lösen. Die Pflanze im Joint-Studio ist vertrocknet. Mit deinem Charakter musst du in atemberaubenden Missionen versuchen, eine neue, noch nicht vertrocknete Pflanze zu besorgen. Das ultimative Gaming-Erlebnis. Ich habe uns schon mal Charakter ausgesucht und Okay. Ich dachte mir, weil du gerne Frauen anschaust. Ja, wen hast du dann ausgesucht? Wer ist das denn? Das ist die Kim, glaube ich. Stand jedenfalls drüber. Sehr gut gelesen, Funky. Ja, dann spielen wir einfach mal los, würde ich sagen. Diese Steuerung ist echt die harte. Irgendwie. Zeig mal her, hier, guck mal. Geradeaus bewegt sich ein bisschen wie ein Panzer. Schau mal, da ist einer. Was ist das denn da für ein Vogel? Kann ich mit dem reden? Ich glaube, du musst A drücken. Sehr gut, auf der Playstation. Hey Kilian, was macht das Geschäft? Geschäft? Was geht, Digga? Ich mach doch immer nur Urlaub. Stimmt, du faule Socke. Dann zeig mal her. Mit Reisegepäck durch den Eurotunnel. Noch einmal kehre ich mit meinem Kumpel Stefan in Englands Hauptstadt London zurück, um das nachzuholen, was wir bei unserer ersten Reise nicht geschafft haben. Und natürlich, um die Schönheit Großbritanniens zu genießen. Voller Vorfreude packen wir unseren ersten Ausflug an. Zu Schloss Windsor außerhalb der Stadt. Wir sitzen hier am Bahnhof, frieren uns den Allerwertesten ab, weil wir übersehen haben, dass wir eine Dreiviertelstunde Umsteigezeit am Arsch der Stadt haben. Da hinten sieht man auch schon zwischen uns das Schloss. Ja, wegen diesem Steinhaufen sind wir hierher gefahren. Die Lieblingsresidenz der Queen. Es gibt hier genau einen Innenhof zu besichtigen, alles andere ist in Privatbesitz und damit gesperrt. Gut gelaunt spazieren wir also 3 Kilometer weiter nach Old Windsor. Dort gibt es alte sehenswerte Tea Rooms, also Teehäuser, wie Stefan im Reiseführer nachgeschlagen hatte. Jetzt war ich da drinnen und habe mal gefragt, wo die sind, weil wir sie nicht gefunden haben. Und wo sind die? Die sind nicht in Old Windsor. Die sind in Windsor, da wo wir herkommen. Und im Reiseführer steht ja auch, das kleine Dorf Old Windsor ist nur 3 Kilometer entfernt, aber 300 Jahre älter. Punkt. Mit hübschen, wenn auch teuren Läden und traditionellen Tea-Rooms lädt Windsor zum Bummeln ein. So, jetzt sind wir zurück in Windsor und stehen vor einem traditionellen Teehaus, das gar nicht traditionell aussieht. Ja, woher soll ich wissen, wie die aussehen? Das klang halt im Reiseführer so schön. Zurück in London genießen wir die urige Atmosphäre. Naturbelassen und nicht kommerziell. Die nächste Station, Greenwich, der Nullmeridian. Was ist das denn? Irgendein Strich am Boden. £9 Eintritt für irgendeinen Strich am Boden sind uns dann aber doch zu kommerziell. Und das hier ist die Zitat, Wonderful sight of London, you can see from the hill of Greenwich. Ein weiterer Grund unserer Reise, das Pokémon-Symphoniekonzert. Spezialinteressen wie diese sind für uns mit Asperger-Syndrom sehr wichtig, auch um solch eine Reise überhaupt auf uns zu nehmen. Aber aus rechtlichen Gründen dürfen wir den Ton hiervon nicht verwenden. Und das Bild auch nicht. Und so geht eine spannende Reise zu Ende. Ich sag's euch Leute, Urlaub ist auch nicht immer schön. Aber besser als arbeiten, allemal. Was hast du denn da jetzt aufgehoben? Pass auf, das ist eine Wasserpistole. Geil. Und wenn du mal so guckst, was kannst du jetzt mit einer Wasserpistole machen? Richtig, du machst Omas nass. So, pass auf, wir nehmen jetzt die Wasserpistole. Mach die Oma nass. Und jetzt suchen wir die nächste Oma. Da! Da ist die Oma. Ich mach dich nass, alte Frau, ich mach dich nass. Genau an so einer Szene sollte man jetzt eigentlich eine Werbung bringen. Eigentlich machen wir sowas ja nicht. Ich suche eine Partnerin, die zu mir passt. Eine, die mich versteht. Eine, die auf mich eingeht. Ich helfe meinem Glück gerne auf die Sprünge. Ich parshitte jetzt. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parshit.
Singles mit Niveau aber gibt's bei der Konkurrenz. Lass uns dieses Auto da nehmen. Das rote. Oder? Wer Omas nass macht, fährt auch Oma Autos. Wechsel doch mal den Radiosender, das ist doch grauenhaft. Moment mal. Warte, ist das nicht Joanna Zimmer? Weiß ich nicht, keine Ahnung. War das nicht die Tochter von Hans Zimmer? Now everybody has a right to be living their life. Taktvoll, kraftvoll, gefühlvoll, Sängerin Joanna Zimmer. In München treffen wir sie backstage im Schauburgtheater. Viel Erfolg, Joanna. Ja, ebenso nochmal. Ne? Wir werden gleich eine Show aufzeichnen mit Raoul Krauthausen. Ich werde auch was singen noch in der Show. Wir werden ein Interview zusammen machen und ich freue mich jetzt sehr darauf, muss ich sagen. Liebe Joanna, schön, dass du da bist. Kannst du uns ein bisschen aus der Erfolgsstory Joanna Zimmer erzählen? Also überhaupt zu einem Plattenvertrag zu kommen, ist wie ein Lottogewinn. Joanna Zimmers Debütsingle im Jahr 2005 war bereits ein voller Erfolg. Mit dem Coversong I Believe erreichte sie Platz 2 der deutschen Singlecharts. Für mich war das eigentlich wie so eine Belohnung nach langer, harter Arbeit. Was in dem Fall aber nicht heißt, dass es eine Belohnung gibt und man nach Hause gehen kann, sondern das bedeutet eigentlich, dass man dann endlich wirklich sagen kann, man kann auch davon leben. Danach ging es erfolgreich weiter. Chartplatzierungen, Goldauszeichnungen, zahlreiche Showauftritte wie bei Let's Dance. An die Bühne musste sie sich früher aber erst gewöhnen. Also Musik war schon sehr, sehr früh in mir drin, war aber gleichzeitig auch sehr schüchtern. Das heißt, ich war mit 8 im Konzertchor dann, habe dann später auch Soloauftritte gehabt, dann mit 15 meine eigene Band auch. Mein erstes Geld allerdings am Theater mit 12 als Statistin verdient. Also ich war schon so immer gerne mittendrin, aber eher zurückhaltend. Das heißt, durch die Jahre dann habe ich eigentlich immer mehr zu meiner Bühnenpräsenz und auch zu der Freude auf der Bühne gefunden. 2013 schrieb Joanna dann ihre Autobiografie Blind Date, die Welt mit meinen Augen sehen, und produzierte später sogar selbst das Hörbuch. Es ist tatsächlich mein Herzensprojekt geworden. Es war sehr arbeitsintensiv. Der Verlag wollte es nämlich erst nicht machen und dann habe ich es selber gemacht. Ich glaube, eine Musik zu machen ist sehr, sehr heilsam. Für mich ist das auch so ein bisschen wie vielleicht Theater zu spielen oder ein Song eigentlich so wie ein Stück zu sehen, ja, das so einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Und man erzählt eine Geschichte damit und man berührt ja auch Menschen damit. Man kann die auch irgendwo mit hinnehmen. Das geht einem ja vielleicht auch selber so, wenn man selber Musik hört. Mit hinnehmen wird uns Joanna in den nächsten Jahren noch in viele Welten. Ihr Engagement geht weit über die Musik hinaus. Sie ist Botschafterin für karitative Organisationen und arbeitet zurzeit an der Vertonung von Lyrik. Ansonsten bin ich ja selber auch noch Yogalehrerin aus Liebe geworden. Das möchte ich auch weitermachen und ich habe noch viele Sachen, die ich noch machen will. Das heißt, ich werde mich nicht mehr also komplett, sagen wir mal, so festlegen wollen. Robin, pass auf die Leute auf! Ich war auf dem Gehweg. Lass uns doch mal um die Mission kümmern. Was war unsere Mission nochmal? Wir wollten eine Pflanze besorgen. Auf zur Pflanze. Oder so. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel pflanziger. Mama, wo ist denn dieser Blumenladen? Ich stehe hier, aber hier ist weit und breit nichts. Wo soll dieser dämliche Blumenladen? Vollblutjournalistin Kim Hansmann ist auf der Suche nach einer neuen dekorativen Pflanze für ihr Loft, nachdem sie die alte jämmerlich hat verkümmern lassen. Dabei bekam sie einen vermeintlichen Tipp von ihrer Mutter. Jetzt mal ehrlich, hat sie meine Mutter noch alle? Sie schickt mich zu irgendeinem Blumenladen und dann stehe ich da und da ist kein Blumenladen. Dafür bin ich den Weg dahin gefahren? Ja, du mich auch. Kim legt genervt auf. Ich habe dann einfach genervt aufgelegt. Ich glaube auch, meine Mutter macht das ganz, ganz oft, auch mit Absicht. Hey Siri, wo ist der nächste Blumenladen? Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Kim fragt kurzerhand Siri, wo der nächste Blumenladen sei. Da hat Siri mir geantwortet,
Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Siri, sag mir doch bitte, wo befindet sich der nächste Blumenladen? Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Willst du mich verarschen? Siri, wo befindet sich der nächste verschissene Blumenladen? Der nächste Blumenladen ist in 300 Metern auf der rechten Seite. Willst du mich jetzt verarschen? Nach 300 Metern kommt Kim auf der rechten Seite am nächsten Blumenladen an. Oh nee, der hat schon zu. Doch sie erwartet eine böse Überraschung. Als ich nach 300 Metern auf der rechten Seite diesen Blumenladen entdeckt hatte, war der zu. Der hatte einfach zu. Und ich stand da, ja, wo kriege ich jetzt meine Pflanze her? Ich brauche dringend eine neue Pflanze für meinen Loft. Kim braucht dringend eine neue Pflanze für ihr Loft. Die Zeit drängt. Weitere Verzögerungen kann sich die pfiffige Jungmoderatorin nicht leisten. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Harte Situationen erfordern harte Maßnahmen. Also bin ich auf den Friedhof gegangen und habe eine wunderschöne Pflanze gesehen. Und ganz ehrlich, die Toten brauchen sie doch eh nicht mehr. In die Tag- und Nebelaktion platzt plötzlich ihre Mutter. Dann will ich da heimlich still und leise diese wunderschöne Pflanze ausbuddeln. Wer stört da wieder? Meine Mutter! Was ist denn jetzt hier? Ey, hallo, was machen Sie da? Verschwinden Sie hier vom Friedhof. Ruf die Polizei. Durch mein Handy klingeln haben natürlich alle Leute mich gesehen, wie ich gerade eine Pflanze ausbuddel. Also nix wie weg. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Kim Hansmann nimmt ihre Beine mitsamt Pflanze in die Hand und flieht panisch vor ihren Verfolgern, die sie entdeckt haben. Nicht mit mir. Nicht mit Kim Hansmann. Und so kann die listige Grabschänderin in letzter Sekunde entkommen. Kennst du das? Du klaust eine Pflanze und plötzlich wirst du von den Bullen verfolgt. Was ist denn hier bitte los? Wir brauchen eine Garage. Du weißt schon, Lackiererei. Ein Hoch auf Videospiellogik. Dieses Spiel. Dieses Spiel. So, jetzt sind wir draußen. Jetzt laufen wir ein bisschen. Ey, jetzt fängt es schon wieder an, Funky. Sie macht nicht das, was ich drück. Das Spiel ist einfach super verbuggt. Mach doch mal was richtig. Ja, was denn, wenn ihr mich so steuert? Macht ihr sowas eigentlich öfters? Warum? Hallo? Hörst du uns? Ja, na klar. Also, macht ihr sowas öfters? Machen wir halt beruflich quasi. Also, so Let's Plays und so ein Kram ist halt so unser täglich Brot. Was macht ihr denn sonst so? Wir haben halt eine Firma, die sich mit E-Sport beschäftigt. Wir spielen halt selber viel Videospiele, drehen Videos, machen halt auch selber Content-Produktionen und ja, betreuen halt E-Sport-Veranstaltungen und Events. Bevor wir weiterquatschen, erst einmal zu Join Lifestyle. Denn aus alt mach neu geht auch anders. Ich bin Lisa und ich bin Modedesignerin. Und ich bin Bea und ich bin auch Modedesignerin. Und zusammen sind wir Super Fashion Rainbow Camp. Wir befinden uns hier in Hannover-Hainholz. Wir haben hier ein Gemeinschaftsatelier mit 7 anderen Designern gegründet. Wir machen aus der alten LKW-Plane neue Taschen. Eine befreundete Designerin hat uns angerufen und hat gemeint, also entweder ihr kommt jetzt in den nächsten 2 Stunden vorbei oder es wird alles weggeschmissen. So sind wir halt hingefahren und haben quasi das Material gerettet. Super Fashion Rainbow Camp gibt es seit Mitte 2010. Hier in der Mitte seht ihr ein Kleid aus alten Stofftaschentüchern. Upcycling ist eine bessere Form des Recyclings. Also, dass wir einfach versuchen, Kleidungsstücke, die eben schon vorhanden sind oder Teile, die schon vorhanden sind, so zu verwenden, dass auch so wenig neuer Abfall wie möglich entsteht und wir halt versuchen, etwas Neues zu kreieren. Bei den Hosen zum Beispiel, es ist wie mit einem Drucker reingebrannt. Wir gucken einfach ganz genau uns unser Ausgangsmaterial an, weil wir eben die Kleidung nicht irgendwie konstruieren oder uns einfach Zeichnungen machen und uns vorstellen, wie irgendwas aussehen könnte, sondern wir mit dem Material gemeinsam auf eine, doch vielleicht auch auf eine Entdeckungsreise gehen, was damit entstehen kann. Every day the future's getting closer. Also wir machen so eine Kombination aus Tragegriff, dass man es als Umhängetasche und man es eben auch als Rucksack tragen kann. Wir haben den Namen recycelt. Wir haben eine Ausstellung geplant für unseren Bachelorabschluss und dann haben wir so rumgesponnen, wie denn die Ausstellung heißen soll. Und Super Fashion Rainbow Camp war ein Name. Dann war der Name plötzlich aus dem Rennen und dann haben wir gesagt, den nehmen wir. Ich finde es immer noch witzig, weil es ist halt tatsächlich so, dass wir den einfach gerettet haben, den Namen. So wie die Materialien. Schau, sonst hätte den niemand haben wollen.
diese Fertigkeit mit Materialien umzugehen geht verloren. Viele Leute wissen auch nicht, was sie kaufen. Ich glaube, das ist schon auch ein Stück so ein Auftrag, den wir auch annehmen. Wobei wir uns auch zu einem bestimmten Punkt dafür entschieden haben, nicht als erstes mit der Nachhaltigkeitskeule um uns zu werfen. Man kauft ja nichts Hässliches, nur weil es nachhaltig ist. Oder? Richtig. Richtig. Funky und Robin, seid ihr noch da? Natürlich. Natürlich. Wo sollen wir hin? Wenn ich einmal sitze, stehe ich nicht mehr auf. Das kenne ich. Sag mal, was heißt E-Sport denn eigentlich genau? Ja, im E-Sport spielt man im Endeffekt kompetitiv gegen andere. Das heißt also, du spielst gegen Einzelne oder im Team gegen ein anderes Team und spielst am Computer oder Konsole. Und das Tolle darin ist halt, dass es so unfassbar ansteckend ist. Das ist halt wie wenn man Fußball spielt. Man schießt ein Tor und dann will man unbedingt noch ein Tor schießen. Und genauso ist es dann bei E-Sport halt auch. Und es bewegt halt auch Massen. Aktuell in Deutschland merkt man halt auch gerade in ganz vielen Fernsehsendern, unter anderem bei Sport 1, dass halt eben auch im Free-TV die ganzen Online-Turniere gezeigt werden. Das heißt, du hast halt wirklich auch eine riesengroße, breite Masse an Fans. Die Szene ist riesengroß und wächst halt auch stetig. Ihr habt ja erzählt, ihr habt eine eigene Agentur. Was ist denn da so eure tägliche Arbeit? Wenn zum Beispiel ein neues Spiel entwickelt wird, dann können Leute zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen gerne ein cooles Video über unser Spiel produzieren. Dann sagen wir, ja, pass auf, das sind unsere Ideen und dann machen wir das halt. Ich war früher halt auch im E-Sport-Club München tätig und jetzt mittlerweile, nachdem ich nicht mehr da Geschäftsführer bin, haben wir halt gesagt, wir machen eine eigene Idee, eine eigene Agentur. E-Sport-Club München, was ist denn das eigentlich? Der E-Sport-Club München ist im Endeffekt ein Fitnessstudio für Gamer, was halt jeden Tag geöffnet hat, wo man hingehen kann und kann im Endeffekt dort an PCs, auch mit Trainern, wenn man das möchte, halt eben trainieren. Und der wird halt auch ganz oft für Gaming-Events genutzt oder für E-Sport-Events im Allgemeinen. Wie wird man denn E-Sportler? Ja, du fängst halt an, ein Spiel als Hobby zu spielen im Endeffekt. Also bei mir war es so, bei CS 1.6. Aus dem Hobby wurde dann halt mehr. Du hast halt angefangen zu trainieren, hast dir irgendwann ein Team gesucht, mit dem du halt besser werden möchtest. Am Ende der Karriere im Endeffekt von mir musst du dich halt eben entscheiden, ob du als Profi spielen möchtest oder ob du halt eben weiterhin den Amateursport betreiben willst. Und wenn du in den Profisport möchtest, dann brauchst du halt eben auch ein Teamhaus, Bootcamps, wo du trainieren kannst. Ich habe den faulen Weg genommen. Und zwar, wenn man nicht gut genug für Sport ist, dann schreibt man über den Sport. Und deshalb bin ich quasi so ein bisschen der Sportreporter geworden, damals nur halt im E-Sport. Das heißt, ich habe selber gespielt. Bei mir hat es dann aber nicht gereicht für ein bisschen mehr. Und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich halt einfach quasi E-Sport-Journalist. Und dann habe ich halt Counter-Strike-Spiele kommentiert als Sportkommentator. Bin dann darüber an den normalen Games-Journalismus gekommen, habe über Videospiele berichtet und irgendwann haben sich dann die Wege von Funky und mir gekreuzt und jetzt sitzen hier die zwei Obernulpen im E-Sport, die halt selber nicht gut spielen können, die aber den E-Sport selber verstehen und arbeiten zusammen mit dem Thema E-Sport. Ja, das kenne ich. Ich muss auch einfach nur gut reden können. Aber erklär mir doch bitte nochmal, was ist ein Bootcamp? Ja, ein Bootcamp ist im Endeffekt nichts anderes als wie ein Fußballtrainingslager. Das heißt, man guckt sich Wiederholungen an von den eigenen Spielen, analysiert die Gegner, hat dann meistens so dicke Taktikbücher, wo man reinschreibt, wie der Gegner sich verhält, in welchen Situationen. Und das steht eigentlich richtigem Sport im Nichts nach. Aber jetzt mal Klartext. Wie viel Zeit verbringt ihr denn so vorm Computer? Viel zu viele. So, das ist eine sehr fiese Frage, weil man kann nur falsch antworten. Wenn ich halt dann auf der Arbeit 8 Stunden vorm PC gesessen habe und gearbeitet habe, dann komme ich halt nach Hause und sitze bestimmt auch nochmal 2 Stunden davor und spiele mal zur Entspannung eine Runde Rocket League oder Counter-Strike oder was auch immer gerade irgendwie bei mir anfällt. Bei einem E-Sport-Profi ist es eher so, dass er fast nur 3 bis 4 Stunden am Tag spielt und den Rest benutzt er halt tatsächlich, um sich die Theorie anzueignen, Gegner zu analysieren, Kommunikationstraining mit seinem Team zu machen. Du hast halt auch wirklich andere Trainings oder Trainingsaspekte, die halt damit reinspielen. Und das zeigt ja gerade Schalke 04 ganz extrem. Schalke 04? Ja, Schalke 04 ist ja eigentlich ein Fußballverein. Und die haben jetzt im letzten Jahr, 2016, ein League of Legends Team verpflichtet, ein professionelles Team. Und FIFA-Spieler, die haben im Endeffekt gesagt, wir wollen die Jugendförderung im E-Sport halt weiter vorantreiben und bringen die Erfahrung aus dem Fußball mit. Und deswegen ist halt Schalke 04 sowie VfL Wolfsburg halt gerade die aktuell 2 deutschen Fußballvereine, die halt auch wirklich in den E-Sport mit eingestiegen sind. Verändert sich da gerade was? Also kommt man da jetzt so aus dieser Nerd-Ecke raus? Ja, also der Nerd an sich, so wie wir ihn früher kennen, mit verpickeltem Gesicht, ultra dick. Redest du über mich? Tut mir leid, Ron. den gibt es so nicht mehr. Also der Gamer ist ein Lifestyle geworden. Das heißt, der Hipster, der Allgemeine, spielt auch Computergames. Das Mädchen von der Schule nebenan spielt Mobile Games auf dem Handy. Wo man sich jetzt heute vorstellt, da wird in Köln eine Lanxess Arena gefüllt mit einem Turnier. Da war es damals in Köln ein kleiner Keller, wo 20 Leute reingepasst haben und wirklich 20 Leute kamen, die das dann
da gefeiert haben. So hat sich das Ganze entwickelt. Das Schöne daran ist, dass es einfach heutzutage viel einfacher zugänglich ist. Also das merken wir in der kompletten Technik. So wie man vor 20 Jahren noch einen Computer nur dann bedienen konnte, wenn man wirklich komplett verstanden hat, wie das System dahinter funktioniert, hat man heute halt, wie Frankie schon gesagt hat, seine App, die man startet und gut ist. Und es gibt halt nichts Schöneres für uns zu sehen, dass dieses Hobby, was wir jetzt selber schon seit unserer Kindheit verfolgen, und wir waren früher die dicken Kinder mit Hornbrille, um es mal so zu sagen, wir sitzen da halt heute und haben wirklich einfach, wir arbeiten mit Leuten zusammen, die aus jeder Gesellschaftsschicht, aus jedem Hintergrund kommen, und das ist halt was sehr, sehr Besonderes. Wo der Robin gerade sagte, also wenn man das bedenkt, dass die League of Legends Meisterschaft letztes Jahr insgesamt 127 Millionen Zuschauer hatte, die weltweit dieses Turnier angeschaut haben, dann schaffen wir es fast, die Fußballweltmeisterschaft halt anzukratzen. Und das soll halt auch was heißen. Danke euch erstmal. Wir reden gleich weiter. Aber nun zu analogen Spielen. Als ich Basti und Baut sagte, sie sollten mehr Sport treiben, hatte ich mir das irgendwie ein wenig anders vorgestellt. Wir sind Basti und Baut. Und wir sind ganz schön fett geworden die letzten Monate. Wir machen Sportarten für drinnen und draußen, um unsere Funde wegzukriegen. Und jetzt geben wir richtig Gas. Wenn du den Krieg überleben willst, musst du selbst zum Krieg werden. Dass ihr alle da seid. Freut uns riesig. Ja, hallo und herzlich willkommen hier von der Kommentatorenposition. Es ist angerichtet im Provisorium München, dem Maracanã unter dem Bierpongstadion. Und darum geht's. Mit Ping-Pong-Bällen die Becher der anderen treffen. Dann müssen die trinken und der Becher ist aus dem Spiel. Wer als erster alle gegnerischen Becher trifft, gewinnt. So, Omas Handtuch nochmal zurechtgerückt. Jeder hat hier zwei Vorrundenspiele. Um weiterzukommen, müssen Basti und Bautz beide gewinnen. Es zählt nur der Sieg. Los geht's. Eieiei, weit verfehlt. Eigentlich haben Basti und Bautz keine Chance, aber genau die müssen sie nutzen. Die Teams müssen immer abwechselnd werfen. Das Runde muss ins Runde. Ball in Becher. Und da ist er drin. Es hat sich angedeutet, Basti und Bautz zu passiv in dieser Phase. Nächsten Becher. Ein Mann, ein Zug, da spürt man die jahrelange Erfahrung. Auf geht's, Jungs. Komm, auf geht's. Der internationale Fanclub Wanne Eickel peitscht die beiden nach vorne. Da schlägt's schon wieder ein. Der nächste Schluck ist immer der schwerste. Der Ball ist rund und Bautz trinkt an einem Becher 90 Minuten. Ich fasse es nicht, der Bautz macht's ausgerechnet, der Bautz. Und da sind die Fans auch direkt wieder da. Ein Wachmacher, was für ein Kraftakt. Kommt jetzt die Aufholjagd? Nein, nein, nein. Nach drei weiteren Bällen stehen Basti und Bautz aber schon mit dem Rücken zur Wand. Nur noch ein Becher, ein guter Wurf der Gegner und sie können bereits nach dem ersten Spiel gehen. Oder fahren. Also kurzum, es käme einem Wunder gleich, das hier noch rumzudrehen. Und dann klappt's, Basti jetzt wie im Rausch. Er muss Verantwortung übernehmen. Und er tut es. Jetzt sind sie auf einmal wieder nah dran. Ja, und nochmal ja, das ist der Wahnsinn. Gleichstand über die Bande gestolpert, das Ding. Der nächste Treffer entscheidet. Jetzt bloß nicht überheblich werden. Das Ding seriös zu Ende spielen. Ja, nein, unfassbar am Rand getroffen, bereits 50 Minuten gespielt. Das Match ist lang, die Konzentration lässt nach, bei allen, auch bei mir. Was ist jetzt? Was ist das? Ja, dann geben wir auf. Die Gegner geben auf. Basti und Bautz gewinnen ihr erstes Spiel. Über die Ausdauer zum Erfolg. Wahnsinn. Mai, wir haben es halt Möbel gemacht. Aber die nächsten Gegner warten schon. Der Fanclub aus Wanne Eickel tritt an. Doch erst noch stärken. Als Sportler achten sie auf ihre ausgewogene Ernährung. Und dann die letzten Pizzareste aus den Zähnen spülen, munter putzen, weitermachen. Das zweite Vorrundenspiel. An der Ausgangslage hat sich nichts geändert. Basti und Bautz müssen dieses Spiel gewinnen, um weiterzukommen. Und beide wieder im Tunnel. Daneben. Doch das zweite Spiel beginnt genauso wie das erste. Jetzt kneift die Eier zusammen, Jungs. Und Bautz wirkt schon leicht angeschlagen. Ah, nee. Moin, ich will noch saufen. Aber er trifft, ich fasse es nicht, Wahnsinn! Und auch Basti, die Aufholjagd kann wieder starten. Ja, und nochmal, ja. Ah, und nun stehen sie auch hier wieder mit ihrem letzten Becher mit dem Rücken zur Wand. Werfen! Ja, nee, ah. Werfen! Ja, ja, ah, also. Ui,
Ah, also ganz ehrlich, allzu viel würde ich auf die beiden jetzt nicht mehr setzen. Eieiei, und dann trifft der Teufelskerl wieder. Was Bautz heute hier abliefert, ist ganz großes Tennis. Wie lange kann das noch gut gehen? Da ist es passiert. Aus, vorbei, der Traum von der nächsten Runde. Basti und Bautz gehen ja aber mit erhobenem Haupt aus dem Bierpong-Turnier. Ganz wichtig, das heißt nur Bierpong, ist aber Apfelschorle. Nur hört sich Apfelschorle-Pong blöd an. Mit den besten Bildern des Spiels verabschiede ich mich vom Kommentatorenposten und gebe nochmal ab zu Basti und Bautz. Beziehungsweise, was davon übrig ist. Also Leute, Sport ist garantiert nicht meins. Anstrengend, man schwitzt, nicht nachmachen, Sport ist Mord. Habt ihr auch schon mal Bierpong gespielt? Nein! Niemals würden wir Bierpong spielen. Nein, ne? Sowas macht man doch nicht. Ja, natürlich, klar. Reden wir aber ein andermal nochmal detailliert drüber. Also okay, dann unterhalten wir uns privat mal darüber. Aber ihr habt mir doch mit Sicherheit auch ein Geschenk mitgebracht. Wir haben dir Rammus mitgebracht und ich glaube, der Robin, der wollte dir noch kurz erzählen, was jetzt eigentlich League of Legends ist. Ja, weil wir so oft über League of Legends geredet haben, eine kurze Erklärung. League of Legends spielt man 5 gegen 5. Jeder hat einen Helden, die haben verschiedene Fähigkeiten. Und dann geht es darum, dass man die Basis des gegnerischen Teams einnimmt. Und einen haben wir dir mitgebracht und das ist der Rammus. Danke. Was steht denn so in naher Zukunft noch bei euch an? Die Gamescom ist jetzt bald schon und wir müssen ganz viel vorbereiten. Wir haben da unter anderem einen eigenen Stand. Nehmen alle Publisher mit ins Boot. Die dürfen halt die Spiele, die sie auf der Gamescom zeigen, halt eben auch bei uns am Stand präsentieren. Und da sind wir jetzt halt gerade sehr, sehr gut dran. Dann wünsche ich euch dabei viel Erfolg. Funky, du hast dich zwar gerade hingesetzt, du müsstest aber nochmal aufstehen. Da hinten steht eine Kamera. Könntet ihr damit eventuell ein Selfie für mich machen? Aber klar doch. So. Du musst schütteln und dann wird es was. Ich kann das nur in groß. Hast du immer Plakate sonst geschüttelt? Ja, ich habe gerade in A3. Das dauert jetzt aber ein Stück. Jungs, kleiner Tipp. Vielleicht hilft's, wenn ihr das Polaroid umdreht. Wir haben uns auch, wir haben uns sogar getroffen. Ja, danke euch. War echt cool, dass ihr da wart. Gerne wieder. Hat uns echt viel Spaß gemacht. Und auch an euch. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Join us. Kim war toll, aber das Game? Ja, das Game war seltsam. Vor allen Dingen, heißt es jetzt Join oder Join? Keine Ahnung, beim nächsten Mal.